Hallo und herzlich willkommen zurück zu Haus Flipper. So. Wir kümmern uns mal um den nächsten Auftrag. Hier kommen ja genug rein. Nehmen wir den mal Anbauwand vielleicht. Hallo, ich schreibe Ihnen, da ich gerne eine neue Wand in unserem Haus bauen lassen möchte. Meine Tochter ist schon 3. Und ich denke, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, dass sie ein eigenes Zimmer bekommt. Teilen Sie bitte das Schlafzimmer in 2 Zimmer. Beide Räume sollten eine Tür zum Flur haben. In das Zimmer der Tochter bitte ein neues Bett reinstellen und das Kinderbett verkaufen. Wird gemacht, Sir. Gut. Oh, was schick. So, dann gehen wir mal rein. So, was haben wir hier? Montieren Geräte. Geräte. Wo haben wir denn hier Geräte? Oh, Geräte. Fenster. Ich soll hier irgendwas montieren. Ist ja auch schön, dass sie mir sagen, was ich hier montieren soll. Oder bin ich jetzt nur blind? Hier in der Ecke, hier ist sowieso alles so komisch. Tja, was für Geräte, das Ding da. Oh Gott. So, hier einmal raus. Weg damit. Ja, auch du raus. Und dann Kabel. Einführen, Kabel einführen, Kabel einführen. So. Hier wieder mit meinen Fingernägeln zudrehen. Die Kappe drauf. Hier auch nochmal zudrehen. Dann haben wir das schon mal gemacht. Was ist denn hier? Was ist denn das für ein Keller? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen wir hier auch noch wieder das gleiche. Einmal. Ja, weg damit. Eine Steckdose. Gut, wir sollten ja bald auch genug Geld mal haben, um mal selber ein Haus zu kaufen und zu renovieren. Und dann wieder zu verkaufen. Aber natürlich müssen wir vorher diese ganzen Aufträge hier machen. So, hier haben wir auch jetzt alles erfüllt. Den komischen Keller hier. Machen wir wieder zu. Die anderen räumen wir manchmal alle auf. Was haben wir hier? Hier sollen die Wände raus. Okay. Na gut, fangen wir mal an, ne? Ich glaube, die Wände sollen alle raus. Komm, weg damit. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. So. Ja, wunderschön. Die Mauer ist weg. Und der ist auch noch. Damit das Kinderzimmer größer wird. Zackedi zack und zackedi zack und zackedi zack und boom und ja, das waren die Mauern. Und dann sollen irgendwelche Mauern wieder gebaut werden. Wahrscheinlich soll die Tür hier auch weg. Das ist unmoralisch. Ja, auf jeden Fall soll das Bett weg. Gut. Ah, deswegen ist wahrscheinlich... Ah, okay, ich verstehe schon.
Hier soll eine Wand hin, richtig? Richtig? Nee. Vielleicht hier? Ja. Dann zimmern wir ein paar Mauern hin. Das ist ja kein Problem für uns. Damit haben wir schon einen Fertigkeitspunkt. Machen wir mal das erste hier. Zack, geht das nämlich ein bisschen schneller. Tja, soll hier jetzt die Wand hin oder wie? Tatsächlich. Die eine Wand da gleich wieder wegmachen, auf jeden Fall. So. Noch ein. Die ist sofort gestrichen. Das können wir auch noch toll machen. Aber die hier muss eben wieder weg. Hilft nix. Gut, Bett brauchen wir. Und zwar das Bett Grille. Schade, glaube ich. Kann ich das so vielleicht eingeben? Doppelbett, Bettgrille. Ja, ist mir egal. Ist mir egal. Einfach irgendein Bett. Wie dreht man nochmal so? Moment, da muss ich ja erst eben hier einmal umstellen, ne? So, hier kommt der das dahin, das kommt dahin. Und vielleicht das Bett dann. So. Das war's schon. Ja, streichen müssen wir nicht. Das macht der Vater. Gut. Dann haben wir das ja schon geschafft. 4210. Können ja mal. Jetzt haben wir schon 43.000. Jetzt können wir ja mal im Laptop gucken. Hier kann man nämlich diese Häuser kaufen. Ne? Diese Häuser kann man ja kaufen. Und die kann man dann ja herrichten, meiner Meinung nach. Da gibt es ja ganz schön teure Dinger. Die kann man dann ja schön herrichten und dann verkaufen, oder nicht? Das würde ich nämlich gerne mal machen. Haus nach einer Überschwemmung. Gut, vielleicht warten wir noch, bis wir so viel Geld haben, dass wir uns die Häuser leisten können. Zum Verkaufen, weil ich würde die gerne dann auch machen. Deshalb gucken wir jetzt nach Waldemar. Ich bin... Moment, Waldemar natürlich. Ich bin eine ältere Person und vermiete schon seit Jahren Wohnung an Studenten. Wenn ich so weiterlese, sind wir morgen noch nicht fertig. So. Wir sollen einfach hier aufräumen. Sagen wir es mal so. Hier sieht es nicht so schön aus. Das sehe ich doch jetzt schon. Und deshalb räumen wir das schon mal. Zack. Reinige Beschmutzung, ja. Oh ja. Oh ja. Das ist eine Mammutaufgabe hier. Aber... Das sollte uns auf jeden Fall Geld bringen. Komme ich denn da jetzt dran? Indem ich den Stuhl da wegpacke. Ja. So, erstmal räume ich alles auf, damit hier alles weg ist. Wenn ich gleich so durch die ganzen Zimmer schrubben kann. Hier so eine richtige Putzfrau. Ja, das ist frech. Hier so. So ein Haus zu hinterlassen. Das
geht ja gar nicht. Hier ist auch noch Schmutz. Ja, wer macht denn so viel Müll? Das ist ja nicht mehr normal, ist das ja nicht so. Schaben. Wenn Sie eine Person mit Blatodea, Angst vor Kakerlaken, sind, können Sie... Okay. Bin ich nicht. Ich habe jetzt in Spielen auf jeden Fall keine Angst vor Kakerlaken. Oh, guckt euch das mal an. Nein, okay. Staubsauger? Was für ein Staubsauger? Achso, ich kann die auch staubsaugen. Ja. Das machen wir später. Ich muss jetzt erst eben hier Pfand zurückbringen. Ne, warte auf. Das heißt Weinflaschen, ne? Da ist kein Pfand drauf. Nein. Womit soll ich denn jetzt mein Essen verdienen? So, hier weg, weg, weg. Alles weg. Das ist ja schlimm. Der arme alte Mann. Wo ist denn das Nest? Das Nest, wo ist das Nest? 6 Stück, ach so. Warte mal. Ihr alten dreckigen Kakerlaken. Weg mit euch. Oder irgendwo ist noch eins. Jetzt mal überall Fenster auf, dass der Geruch hier rausgeht. Moment, das muss aber ja hier sein. Richtig? Okay, ist auf jeden Fall alles weg. Dann wollen wir mal weiter die Flaschen entfernen, den ganzen Müll. Und der arme Mann muss uns auch noch bezahlen. Das ist ja echt traurig eigentlich, ne? Ich finde das traurig. So, dann stellen wir schon mal wieder hin. Dann den restlichen Müll hier noch wieder weg. Wer wird denn hier gehaust? Das ist ja unter aller Sau. Ja, das war's hier. So, hier noch. Und was haben wir hier? Hier auch noch. Der arme alte Mann, der tut mir jetzt aber jetzt leid, dass er mich da bezahlen muss. Ich würde das auch gerne kostengünstiger machen für den. Haben wir hier auch noch den Eingang. Okay, dann fange ich mal vorne an. Alles auf hier, schön lüften. Fangen wir mal Fenster reinigen an. Hier, Fenster reinigen. Zack und zack und zack. Dann brauche ich meinen Wischmopp hier. Dann wird hier auch noch schön alles sauber gemacht. So, erstmal alles wegmachen. Ganzen Dreck beschmutzt. So, hier. Das Fenster auch noch reinigen. Einmal bitte das Fenster, damit man hier auch wieder durchgucken kann. Und ich würde auf keinen Fall mehr an Studenten, die sind ja schlimm, vermieten hier. So, dann hatten wir hier noch Müll, richtig? Ja. Und eine Heizung muss wieder montiert werden. Eine Heizung, die sind hier. Ja, montieren wird natürlich auch gleich wieder. Schön, 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 schön. Ja. Dann soll ich hier noch weiß streichen. Das mache ich dann auch gleich. Damit das schon mal erledigt ist in diesem Zimmer hier. Weiß. Stahlgrau, nee, weiß wollen wir. Weiß, 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 weiß. Da haben wir es. Malerei. So.
Dann sollten wir bald auch 9 Punkte dazu kriegen. Da ist er. Wow. Das ist natürlich eine Verbesserung. Schon mal neue Farbe. Schön alles weiß machen. Sieht ja auch gleich viel freundlicher aus. Da geht auch was, oder? Nee. So. Und so. Moment. Schön unsere Wände weiß machen. Also beim nächsten Mal mache ich, dass es schneller geht. Auf jeden Fall. Ist mir noch viel zu langsam, auch wenn man schön zwei Wände jetzt hinkriegt, aber ist mir noch zu langsam. Ich hoffe, die Farbe reicht auch. Ich habe nämlich keine Lust noch. Ah, toll. Ja. Hallo? So. Konnte die nicht wegwerfen. Shop. Und dann müssen wir halt noch eine Dose kaufen. Hilft nix. Habe ich ein bisschen zu viel verschwendet. Auf jeden Fall. Gut, das Zimmer ist fertig. Ich stelle die Farbe mal nach draußen. Vielleicht brauchen wir die noch. Also dieses Zimmer ist auf jeden Fall fertig. Gut. Hier müsste noch irgendwo eine Beschmutzung sein. Tja, vielleicht meinen die auch dies hier? Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir das jetzt noch schön fertig hier. Da noch Fenster reinigen. Fenster kann man ja auch hier erstmal sauber machen. Da oben. Und machen wir erstmal die Heizung dran. Eine formschöne Heizung, nicht in Wände, sondern in Anschlüsse. So, hier, schöne Heizung, 3720, das ist die gute 3720. Heizung, rein da mit dir. Mit der Hand wieder festdrehen. So. Und das Fenster reinigen. Natürlich öffnen. So, hier sind wir fertig. Kann zu. Ach, vielleicht meinen die auch hier. Ja, okay. Das gehört ja dazu. Der Flur quasi. Das war eine Tür zwischen, aber ich denke mal, das wird damit gemeint sein. Na komm. Damit. Mit den grünen Sparen hier. Das geht nicht weg.
Irgendwie hält sich das sehr hartnäckig. Da ist auch noch was. Hier in der Ecke oder was? Das Schwarze hier ist doch nicht normal, oder? Anscheinend doch. Ich sehe schon Sachen, die es gar nicht gibt. Gut, machen wir hier erstmal weiter. Schön alles sauber machen, damit das wieder glänzt. Da oben. Achso, ich kann ja auch auf der Minimap gucken, habe ich ganz vergessen. Muss erstmal hier einen viel schöneren Wischmob, den man viel besser sauber kriegt. So, jetzt müssen wir hier erstmal alles aufdrehen und dann kaufen wir uns ein Waschbecken. Was? So, dann montieren wir das eben. Einmal drauf schieben, dann einmal hier zack, festmachen. Hier auch festmachen. Das festmachen. Das. Das da rein. Dann festdrehen. Hier oben rein. Ja. Gut. Einen haben wir schon. Was muss hier hin? Eine Badezimmerheizung. Okay. Die finden wir ja hier wieder. Und dann montieren wir die eben schnell hier. Hätten wir das Zimmer auch fertig. Kann ich wieder zumachen. Hier mit unserem neuen Wischmopp, guckt ihr euch das an, wie schnell das auf einmal geht. Das ist ja ein Träumchen. Schön einmal feucht durchwischen. Wo ist hier noch was? Da, Fensterbank vielleicht? Ja. 10%. 10% da. Jetzt haben wir 3%. Keine Ahnung, wo hier noch ein Fleck oder sowas ist. Einfach mal überall gegenwischen. Da muss das sein. Ich vergesse auch immer zu gucken. Wir mal das Fenster jetzt mal wieder sauber. Öffnen. Auch hier. Das ist aber gewaltig dreckig. Auch von außen brauche ich die ja nicht sauber machen. Auch hier öffne ich wieder. Und dann brauchen wir wieder eine Heizung, aber diesmal die normale 3720er. Ja, einmal hier festmachen. Festmachen. Oh, die Folge ist ganz schön lang, aber dieses Haus ist halt auch beschmutzt, will ich mal sagen. So, wir sind natürlich noch nicht fertig. Wir müssen hier noch irgendwie was. Da ist die Wand beschmutzt anscheinend. Hier so. Hier unten. Jetzt ist weg. Und da ist noch irgendwas. Und hier. Dann vielleicht noch hier. Da. Gut, haben wir das Zimmer auch fertig. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Weil hier ist ja das meiste. Hier waren ja auch die Kakerlaken. Die wollen Viecher. So. Und so. Und das noch und dies noch. Oben noch was. Warte, ich guck wieder hier.
Und das da. Und auch hier natürlich Fenster reinigen. Oh Junge. Ja, ist die Folge halt ein bisschen länger, das macht ja nichts. Wenn man mehr zum Gucken hat. Ist ja nicht immer schlimm. So, die müssen wir Gott sei Dank nicht sauber machen. Aber wir müssen hier wieder Heizung. Gut. Weiter geht's. Gut, dass wir unseren guten Wischmopp jetzt haben. Da geht das alles tatsächlich sogar ein bisschen schneller. Ich häng fest. Wir haben ja schon alles sauber. Nee. Ist aber kein Fleck mehr irgendwie. Deshalb drücke ich einfach mal überall noch hier. Vielleicht, oh, ist das Fenster sauber. Miau. Tja, keine Ahnung, ich sehe hier keinen. Keine Fleck, da ist noch ein Fleck gewesen. Der war aber auf jeden Fall nicht auf der Minimap. Müsste ich dann doch noch mal verbessern. So, Fenster wieder öffnen. Heizung dran. Haben die denn mit der Heizung gemacht, dass sie da nicht mehr dran ist? Heizung geklaut oder was? Fertigkeitspunkt. Machen wir mal verputzen. Ich weiß nicht, ob wir das da irgendwo noch brauchen. Hier muss ich nichts mehr machen. Gut, dann können wir hier auch wieder raus. Trottel, raus. Hier ist auch alles fertig. Machen wir mal hier weiter. Jetzt mal schön alles putzen. Hier so, da muss noch eine Heizung hin. Oben noch was. Hier vielleicht die Fenster. Da sehe ich doch noch. Ja. Das war's. Jetzt wieder die Fenster reinigen. Du hast altes Spiel, das kennen wir ja. Hier, ich mache das so schnell wie möglich. Wie schon gesagt, die Folge ist etwas länger, das macht aber nichts, weil ich möchte jetzt nicht so zwischendurch das rausmachen. Ich möchte gerne dann am Ende, wenn der Auftrag erfüllt ist, immer einen Schnitt setzen quasi. Öffnen. Heizung. Da sind wir ja schon Profi drin hier. Zack, zack. Das geht so schnell. Wunderschön. Da freut der alte Mann sich. Und hier, glaube ich, das letzte. Müsste eigentlich das letzte sein. Schönes Badezimmer. Ja, machen wir das Fenster auch noch sauber. Okay, juhu. So, öffnen. Dann natürlich noch die Heizung. Schön neben der Toilette. Da freut man sich im Winter. Kann man schön warm auf Toilette gehen. So. Dann braucht er noch hier irgendwas. Soll er noch hier haben? Da irgendwas. Waschmaschine. Okay. Das haben wir noch nie gemacht, aber das sollte auch eigentlich ganz einfach sein, weil in echt ist sowas auch einfach. Nee. Wo steht das denn drunter? Unter Bad? Passt die hier hin? Wird knapp, aber ist nicht mein Problem. So, wo fangen wir denn an hier? Da fangen wir an, gut. Das
ist ja von Waschmaschine zu Waschmaschine immer unterschiedlich. So, weg damit. So, da auch nochmal. Dann kann man die Trommel nämlich auch benutzen, wenn man die Schrauben löst. Vorher sollte man das nicht tun. So. Was will er jetzt von mir? Hallo? Ich weiß nicht, was er von mir will. Ah, hier, den kleinen Schlauch da festmachen. Ja, das muss man doch erstmal sehen. So, da kriegt er nämlich Wasser. Und hier kommt das Wasser wieder raus. Schön. Ja, damit beende ich die Folge. Mit 5.097 haben wir ordentlich Kohle gemacht. Das freut mich natürlich. Jetzt haben wir schon 48.000. Und beim nächsten Mal werden wir hoffentlich uns mal hier was einrichten. Tschüss!